Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute mal ein wenig Among Us und wir sind in der ersten Runde direkt Imposter. Für all die, die Among Us nicht kennen, das ist so ein Murder Mystery Game, mittlerweile eigentlich ziemlich bekannt, kam 2018 raus, hat niemanden interessiert. Bis jetzt dieses Jahr, da kam auf einmal der Hype so richtig krass, weshalb die Server momentan auch ziemlich oft down sind. Das wurde jetzt mittlerweile wieder ganz gut behoben, aber man hat teilweise auf jeden Fall immer noch Probleme. Wir sind leider nur zu fünft heute und ich habe vor allem vergessen, den Ton mit aufzunehmen aus dem Discord. Komplett lost, würde ich mal sagen. Deshalb kommentiere ich das hier nach, wie ihr unten an diesem kleinen Balken seht. Ich zocke auf dem Handy, aber das ändert ja eigentlich am Gameplay nichts. Ja, erste Runde Imposter bedeutet, wir müssen sabotieren, die Crewmates unbemerkt umbringen und dann so gut es geht uns irgendwie rausreden. Und so weiter. Wir haben eben Max in... Ach shit, oben bei den Lights auf jeden Fall getötet. Die Leiche wurde bisher noch nicht gefunden. Jetzt schon. Jetzt diskutiert man halt, wer war wo, wer könnte es gewesen sein. Das überspringen wir mal gerade und dann zeige ich euch, wie das Ergebnis ausging. Ja, ich hatte noch ziemlich Glück, weil die anderen haben alle nicht gewotet und Le Craig hat geskippt. Ich habe ihn verdächtigt, weil Justin, Louie und ich waren alle zusammen und er war alleine oben. Deshalb stand er auf jeden Fall im Verdacht. Und ja, da ich nicht wusste, ob er mich jetzt votet, weil ich stand auch stark im Verdacht, da konnte ich mich auch leider nicht so gut rausreden, obwohl Louie mich eigentlich beim Launchpad hätte saven können. Naja, auf jeden Fall wollte ich dann hier, dass der jetzt mitkommt. Auf jeden Fall habe ich deshalb halt ihn gewotet, damit ich dann nicht rausfliege, hätte ich gar nicht gewotet. Ja, und die anderen haben vergessen zu voten, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir jetzt noch zwei Crewmates bekommen, dann haben wir gewonnen. Hier habe ich jetzt erstmal noch mitgeholfen, die Comms wieder zu fixen. Also die Runde war nicht ganz so gut. Hätte ich auf jeden Fall besser spielen können. Aber bei so wenigen Leuten ist das auch blöd, weil... ja, da kann man nicht so gut saven. Jetzt, Louie wurde auch ziemlich schnell gefunden. Ja, gut. Ich würde sagen, wir springen wieder vor zum Ergebnis. Weil die Diskussion könnt ihr ja eh nicht mitbekommen. Weil ich vergessen habe, den Ton aufzunehmen. Ja, gut. Ja, diesmal ging es nicht ganz so gut für mich aus. Und deshalb haben die Crewmates hier die erste Runde auf jeden Fall gewonnen. Ich würde sagen, wir springen einfach mal direkt in die nächste Runde. So, zweite Runde, auf geht's. Und wir sind lustigerweise wieder Imposter geworden. Ja, diesmal also ein bisschen besser machen als eben. Und dann wird das vielleicht auch was. Falls ihr auch Bock habt, mal mitzuzocken mit uns, mit der Community, dann joint auf jeden Fall gerne meinem Discord-Server. Link ist in der Videobeschreibung oder ich schreibe es auch nochmal in die Kommentare. Da könnt ihr dann auf jeden Fall draufkommen und wir zocken eigentlich jeden Abend zusammen. Beziehungsweise irgendjemand zockt immer. Also da werdet ihr auf jeden Fall jemanden finden. Und auch nicht nur für Among Us, sondern auch für andere Games. Zum Beispiel auch das neue Star Wars Game oder Rocket League, FIFA. Also wirklich alles Mögliche. Kommt auf jeden Fall gerne drauf und verbringt etwas Zeit mit uns. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da auch ein bisschen wachsen würden. Und ja, vielleicht nehmen wir dann ja auch mal zusammen ein Video auf. Also,
Hier habe ich mich jetzt erstmal ein bisschen bedeckt gehalten am Anfang, habe auch nicht direkt irgendjemanden gekillt, habe erstmal Oxygen gemacht, wo dann halt eben, ja, wo Justin schon total schnell oben war, also ganz komisch. Hier, leider hat es wieder am Anfang Max getroffen, aber wenn man halt so perfekt da steht, ne, dann, ja, also LeCrack stand. Oder steht jetzt mit uns auch in Admin, heißt, der kann uns auf jeden Fall decken und da wird auch die Leiche reported. Deshalb war diesmal die Entscheidung auch etwas schwieriger, aber wir spulen mal vor zum Ergebnis. Hier die Abstimmung war irgendwie ein bisschen komisch, also LeCrae konnte mich auf jeden Fall saven und dann waren wir eigentlich alle der Meinung, dass es Louis war. Und dann votet LeCrack einfach für Justin. Das war richtig komisch. Ich habe mich darüber richtig aufgeregt. Aber gut. Ansonsten wäre es halt einer weniger gewesen. Hätte ich schnell irgendwie ein Emergency machen können. Wodurch die dann den Knopf nicht drücken können. Und dann hätten wir gewonnen. So war das jetzt natürlich nicht ganz so einfach, weil bei der Abstimmung stand es 2-2, also konnte niemand, ja, wurde niemand rausgeworfen. Jetzt erstmal nochmal Reactor Meltdown. Louis war irgendwie teilweise ein bisschen AFK, keine Ahnung. Ja, also Reactor Meltdown gehen wir auch mal hin, damit das nicht auffällt, ne? Wenn man da als einziger nicht da ist, beziehungsweise Louis war ja eh AFK, heißt, der war auch nicht da. Hier habe ich kurz überlegt, ob ich Justin umbringen soll, habe ich aber dann doch gelassen, damit er uns nämlich noch saven kann. Und ich wusste auch nicht, wo sich LeCrack aufhält, ob Louis und LeCrack zusammen sind, weil ansonsten hätten die die Leiche gefunden, hätte ich auf jeden Fall auch ein bisschen reingeschissen. Deshalb habe ich lieber noch ein bisschen abgewartet, oben die Taskleiste war ja sowieso noch nicht ganz so weit, bei der Hälfte jetzt circa. Von daher konnte ich auch noch relativ entspannt sein. Hier habe ich mich dann mal ein bisschen umgeschaut, wo die denn alle sind. Und dann haben wir unser Opfer auch schon gefunden. Jetzt fehlt uns nur noch einer, dann haben wir gewonnen. Justin war immer noch oben bei Reactor. Ja, gut, Problem ist halt, momentan ist noch Kill Cooldown. Hier habe ich dann einfach ein bisschen beobachtet. Und da habe ich echt gehofft, dass Justin mich nicht gesehen hat. Weil, ey Leute, das war so knapp, ne? Aber nochmal Glück gehabt. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob er es gesehen hat oder ob er zumindest einen Verdacht hatte. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall erstmal nochmal auf Lights gedrückt, damit, ja, damit wir nach oben gehen und nicht irgendwie in, ah ne, die Leiche war ja in Admin. Macht ja gar keinen Sinn. Naja, egal. Auf jeden Fall, war dann Louis noch das letzte Opfer und dann haben wir die Runde auch schon gewonnen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren und ansonsten, wie gesagt, joint gerne meinem Discord-Server. Link in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Also solltet ihr auf jeden Fall finden und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.